In der Nacht auf den 23. Dezember entgleist ein privater Güterzug auf der Brennerstrecke und richtet enormen Schaden an den Gleisanlagen an. Der gesamte Bahnverkehr zwischen Innsbruck und Brenner wird deshalb eingestellt. Der Zug hat keine gefährlichen Güter geladen, daher besteht keine Gefahr für die Umwelt. Doch der entstandene Sachschaden ist hoch und die Instandsetzungsarbeiten entsprechend aufwendig. Zunächst hieß es, dass die Bahnstrecke über den Brenner nur bis Freitag gesperrt sei. Allerdings sind die Schäden laut ÖBB größer als zunächst vermutet. Die Gleisanlagen müssen erneuert werden, ebenso Oberleitung und Masten. Die ÖBB arbeiten rund um die Uhr mit etwa 30 Personen und mehreren Baufahrzeugen an der Behebung der Schäden. Betroffen sind an Werktagen in Fahrtrichtung Brenner 22 Züge, in der Gegenrichtung 21 Nahverkehrszüge. Im Fernverkehr sind täglich 10 Züge betroffen. Die ÖBB bitten um Verständnis, dass es hier zu Verzögerungen bis zu 40 Minuten kommen kann.